2013 hat der damalige regierende Bürgermeister Klaus Wowereit versprochen, bis zum Jahr 2020 für 5000 neue Studentenwohnungen zu sorgen. Dann passierte erstmal lange nichts. Und jetzt Ende Juli 2015 hat der Senat eine Vorlage beschlossen, wonach das jetzt endlich umgesetzt werden soll. Entlastung auf dem Wohnungsmarkt. Ein Ziel, das in den kommenden Jahren ganz oben auf der Agenda des Senats steht. Denn es wird immer schwieriger, in unserer Stadt eine günstige Wohnung zu finden. Das bekommen unter anderem auch die zurzeit etwa 170.000 Studenten zu spüren. So stehen auf der Warteliste für eine Wohnung des Studentenwerks knapp 1.400 Bewerber. Der Senat hat nun beschlossen, ein Wohnungsbauprogramm speziell für die Studierenden zu starten. So sollen 50% der Wohnplätze durch die 6 landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften errichtet und die übrigen 50% von der Berlinovo geschaffen werden. Dabei legte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen Wert darauf, zu betonen, dass es sich hierbei um ein zusätzliches Neubauprogramm handelt. Mit den rund 800 Studentenwohnungen pro Jahr erhöhe sich das Volumen an öffentlich geschaffenem Wohnraum auf jährlich 4000 neue Wohnungen. Die neue Komponente, die jetzt Bestandteil des Senatsbeschlusses von heute ist, dass jetzt Neubau kommen soll, das ergänzt das ist nicht Teil, sondern das ergänzt die Wohnungsbauanstrengungen, die der Senat unternimmt im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus. Also im sozialen Wohnungsbau waren bisher 1000 Wohneinheiten. Und wie Sie wissen, aus dem Haushaltsentwurf, den ich vor wenigen Wochen die Ehre hatte, Ihnen hier vorzustellen, ist vorgesehen, das auf 3000 anzuheben. Also 2500 im Jahr 2016, 3000 im Jahr 2017, dann auch auf 3000 zu belassen. Dazu kommt jetzt als Maßnahme des preiswerten Wohnungs, also des preiswerten Wohnraumbaus durch die Wohnungsbaugesellschaften, die dem Land Berlin verbunden sind, diese mindestens 5000 Wohnungen. In der Senatsvorlage gehen wir davon aus, dass die Wohnungsbaugesellschaften insgesamt versuchen, 5600 zu schaffen. Aber sozusagen 5000 sind versprochen und die sollen dann auch rauskommen. Also insofern sagen wir, die 5000 sind jetzt auf den Weg gebracht. Im Schnitt liegt der Preis von Studentenwohnungen bei 340 Euro. Alle Beteiligten wollen sich anstrengen, unter dieser Summe zu bleiben und ein vielfältiges Angebot zu schaffen. Dabei fließen keine Steuergelder, sondern die Wohnungsbaugesellschaften erhalten vom Land die Grundstücke. Die Angebote versuchen auch verschiedene Wohnbedürfnisse von Studierenden zu reflektieren. Das eine werden eben Einzelapartments sein, das zweite werden größere Wohngemeinschaften sein für 4, vielleicht auch 5 Mitglieder und die dritte Variante werden kleinere Wohngemeinschaften sein für typischerweise 3 Mitglieder. Und insgesamt ist es so, mit diesen 3 Angeboten glauben wir, dass etwas Wichtiges erreicht werden kann in Berlin. Für die Wohnungsbaugesellschaften ist das Thema nicht neu. Bereits jetzt konnten bei ihnen 12.500 Studenten eine Bleibe finden. Uns ist bewusst, dass Studenten jetzt Wohnungen brauchen und nicht auf den Neubau warten können. Deswegen haben wir unter anderem in unseren Beständen dafür gesorgt, dass geeignete Wohnungen vorgehalten werden für Studenten zur Vermietung. Also mittendrin, die sind dann Nachbarn von unseren anderen Mietern und die haben sie auch gerne als Nachbar. Wir versuchen immer besonders zu den Semesteranfangszeiten solche Wohnungen vorzuhalten und gezielt an Studenten zu vermieten. Darüber hinaus haben wir uns in Berlin-Buch ein Pilotprojekt ausgedacht. Berlin-Buch ist ein besonderer Standort. Das ist ein ganz herausragender Medizinstandort, an dem wir allerdings vor einigen Jahren festgestellt haben, dass die meisten Mitarbeiter dort nicht wohnen, sondern nur arbeiten, forschen, lehren, aber nicht wohnen. Und wir haben gesagt, das muss doch nicht so sein. Wir haben in Berlin-Buch über 3000 Wohnungen übernommen damals im Jahr 2009. Haben davon einen Großteil saniert, um auch den gesamten Bezirk umzudrehen, attraktiver zu machen und denken, dass Berlin-Buch heute auch ein sehr viel schöneres Antlitz hat. Und wir haben uns gesagt, das muss doch auch für Studenten möglich sein und Doktoranden, dass sie dort in der Nähe des Platzes, wo sie lernen und forschen, auch leben. Und wenn sie dann die Party in Berlin haben wollen, dann eben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ganz schnell in Berlin-Mitte sind. Und da haben wir uns ein geeignetes Objekt ausgesucht, was fußläufig von der S-Bahn-Station ist und was geeignete Grundrisse hatte, um dort kleine, aber feine studentische Wohnungen anzubieten, in denen alles vorhanden ist, um dort leben und wohnen zu können. Aber alle Studenten auch zusammen in einem Haus wohnen. Denn wir verstehen, dass das natürlich für Studenten auch attraktiv ist, gemeinsam mit denen, die in der gleichen Lebenssituation sind, zusammen zu wohnen.
in dem Haus. Sie haben gerade gesagt, ein Kriterium ist, dass die Studenten schon gerne zusammen sein wollen. Welche Kriterien haben Sie ansonsten noch, was die Bedürfnisse der Studenten angeht und worauf Sie dann achten müssen, wenn es zum Neubau kommt? Ja, ein Rundumpaket an Service muss man mitdenken. Also zum Beispiel funktioniert es gut, dass wir gemeinsame Waschräume haben mit dem Angebot an Waschmaschinen. Das muss nicht jeder in seinem eigenen Zimmer stehen haben. Natürlich ist es auch immer sehr beliebt, wenn man gemeinsame Räume hat, um Aktivitäten zu machen. Auch vor der Tür, also bei uns, da ist Grün drumherum, da kann man gemeinsam Volleyball spielen oder Ähnliches. Das Zusammensein in Gemeinschaftsräumen, hat man festgestellt, ist attraktiv. Und wo es geht, werden wir das in den Neubauten dann einplanen. Nun ist das bei den Neubauten ja so eine Sache mit den Grundstücken. Das klappte bislang ja nur, sage ich mal, schleppend. Haben Sie jetzt die Hoffnung, das jetzt mit dem Ziel, auch Studentenwohnungen auf diese Art und Weise schaffen zu wollen, da ein bisschen mehr Zug reinkommt, auch was die Zusammenarbeit mit dem Liegenschaftsfonds angeht? Da kommt sowieso längst mehr Zug rein. Also das ist mittlerweile ganz gut eingespielt, wie wir zusammenarbeiten. Trotzdem ist das einfach Natur der Sache, dass die Grundstücke geprüft werden müssen. Sie werden ja auch von alternativen Nutzungsarten geprüft. Da ist vielleicht ein Bezirk, der eine Schule bauen möchte. Da ist vielleicht ein Standort, der geeignet ist für ein Flüchtlingswohnheim, Erstaufnahmelager. Es ist ganz normal, dass darum gerungen wird, dass die Standorte der bestmöglichen Nutzung zugeführt werden. Trotzdem geht das mittlerweile deutlich schneller. Und wir sind eigentlich guter Hoffnung, dass wir das jetzt bald in Angriff nehmen können, dass das mit dem Bauen losgeht. Aber Planen vor ist halt immer notwendig. Nur wenn es gut geplant ist, geht es auch schnell mit dem Bauen. Nochmal zur Vertragsgestaltung. Wie hoch werden die Mieten sein für die Studenten roundabout? Welcher Spanne bewegen wir uns da? Und wie werden die Verträge aussehen? Denn irgendwann ist ein Studium mal vorbei. Und wie sichern Sie sich dann ab, dass diese Wohnung nicht von jemandem bewohnt wird, der eigentlich ja, schon längst einen Beruf hat? Ja, wir sind da noch am Experimentieren, weil es ja auch eine Frage ist, muss man jemanden wirklich vor die Tür schicken, wenn er gerade frisch fertig geworden ist mit dem Studium und sich versucht durchzuschlagen und in irgendein Berufsleben einzusteigen? Das sind durchaus Fragen, wo wir denken, wenn das Berufsleben funktioniert, dann ziehen sie auch von selber aus. Denn dann gibt es andere attraktive Angebote. Und wir als Wohnungsbaugesellschaft begleiten unsere Mieter gerne in ihrem Lebenszyklus und bieten ihnen immer wieder die passenden Wohnungen dafür an. Wenn man dann irgendwann heiratet, zusammenzieht, Kinder bekommt oder die Kinder ziehen wieder aus oder man lässt sich scheiden, dann wird es wieder kleiner und bescheidener. Das alles mit zu begleiten, das ist eigentlich eine unserer Aufgaben. Und wir hoffen, dass sich das auch natürlich ergibt, ohne dass man jemanden vor die Tür setzen muss. Das ist eigentlich nicht unser Ziel. Wir glauben durch das Angebot und einfach sicherzustellen und dadurch, dass wir natürlich bei der Erstvermietung darauf achten, dass die Matrikulationsbescheinigungen vorgelegt werden, sodass wir wissen, wer da einzieht. Und die Preisgestaltung noch? Die Preisgestaltung, ja, da hat die Berlinovo ja was vorgelegt mit ihren 315 Euro brutto warm. Das ist eine echte Herausforderung. Der Finanzsenator hat gesagt, das geht auch nur unter Verzicht auf Eigenkapitalrendite. Das muss mit dem Gesellschafter besprochen werden. Aber natürlich ist uns klar, dass wir in diesem Korridor um das drumherum und das, was in Berlin üblich ist, was übrigens drüber liegt. In Berlin mieten die Studenten 2012 waren es 321 Euro im Durchschnitt. Mittlerweile dürften es etwa 340 im Durchschnitt sein, was im Durchschnitt Berliner Studenten für Wohnen bezahlen. Und das bietet uns einen Korridor, um den herum wir natürlich arbeiten werden. Aus Sicht der Grünen-Fraktion ist die Neubauoffensive für die Studenten längst überfällig. Katrin Schmidberger beobachtet allerdings mit Sorge, dass die Wohnungsbaugesellschaften inzwischen die Ziele der sozialen Stadt nahezu alleine schultern. Also das war ja ein längst überfälliger Schritt. Von der Ankündigung bis jetzt heute zur Planung sind über 2 Jahre vergangen. Ich glaube, ein Wissenschaftsstandort Berlin kann sich das eigentlich nicht erlauben. Und deswegen ist es längst überfällig. Aber jetzt wird es auch noch mal auf die Details drauf ankommen, was für Mieten da genau rauskommen und ob die Studenten wirklich damit auch versorgt werden können. Gut, das große Ziel ist ja, unter 340 Euro zu liegen. Das ist wohl der errechnete Schnitt, den die Studenten bundesweit bezahlen. Ja, nur der BAföG-Satz besagt eben was anderes. Und zwar bekommt man da maximal 225 Euro inklusive Nebenkosten. Und Sie wissen ja, auf dem freien Markt sieht es im Moment ganz schlecht aus. Also auch da unter den Konditionen eine Wohnung zu finden, ist schwierig. Und ich glaube aber, wenn wir studentisches Wohnen zur Verfügung stellen, dann müssen wir natürlich gerade an die Studenten denken, die eben keine Unterstützung von ihren Eltern bekommen oder die eben nicht so viel arbeiten gehen können. Und deswegen wäre es schon wichtig, dass man sich an den BAföG-Satz orientiert. Trauen Sie denn den Wohnungsbaugesellschaften und der Berlinovo das Know-how zu, auch wirklich hier angemessen Wohnraum schaffen zu können?
Also ich traue es den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften durchaus zu. Das machen die ja auch schon seit Jahren jetzt, anzukaufen, neue Wohnungen oder auch zu bauen. Das Problem ist nur, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften immer mehr Aufgaben übergehäuft bekommen. Sie sollen sich ja auch um die Wohnraumversorgung für die Berlinerinnen und Berliner kümmern. Sie sollen sich explizit um Flüchtlinge kümmern. Sie sollen auch für Wohnungslose mehr Wohnungen bereitstellen. Und da frage ich mich langsam schon so ein bisschen, ob sie nicht auch an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Und es kommt auch noch der Punkt hinzu, dass das Studentenwerk ja eigentlich explizit für die Wohnraumversorgung für Studierende zuständig ist. Und wir im Moment leider sehen, dass das Studentenwerk da viel zu wenig einbezogen wird. Und das sind ja auch Leute, die gut bauen können und sich mit Studentenwohnungen gut auskennen. Der Finanzsenator erklärte, dass der Anteil der Studentenwohnungen auch nach der Neubauoffensive in Berlin überschaubar sei, sodass auch in Zukunft kein Leerstand befürchtet werden müsse. Außerdem seien die Wohnungsbaugesellschaften angehalten, so zu planen, dass mit den Wohnungen auch andere Bevölkerungsgruppen angesprochen werden können. Um den Wohnungsmarkt zu entspannen, kommt auf die Wohnungsbaugesellschaften so einiges zu. Das gilt nicht nur für die Studentenwohnungen und deswegen sieht die Opposition das Unterfangen auch kritisch und wird sicher beobachten, was letztlich dabei herauskommt. In diesem Jahr soll noch mit dem Bau der Studentenwohnungen begonnen werden, spätestens im nächsten Jahr.